Der Wald, Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner so wie er. Peter Wohleben, Förster und Naturschützer. Sein Buch Das geheime Leben der Bäume ist ein weltweiter Bestseller und verkaufte sich allein in Deutschland fast 1 Million Mal. Sein zentrales Thema? Der Naturschutz. Mir war es ganz wichtig, auch Bücher für Kinder zu schreiben, weil Kinder sind unverdorben. Und wenn die sich das ins Erwachsenenalter hinüberretten, dann gehen die automatisch richtig mit Wald rum. Mit Hilfe von Spaß und neuen Ideen, den Wald nachhaltig zu schützen. Das ist für Peter Wohleben das größte Anliegen. Und das generationenübergreifend. 2 Tage lang wandert er in Begleitung durch den Sohnwald im Hunsrück. Mit von der Partie Cordula Stratmann. Moderatorin, Schauspielerin und Schriftstellerin. Und Micky Beisenherz, Hörfunk- und Fernsehmoderator sowie Autor für diverse TV-Sendungen und Kabarettisten. Wisst ihr, wo ihr überhaupt durchlauft hier? Ja, also Laub. Das ist Baumklopapier. Baumklopapier? Ein Baum, der hat doch einen Stoffwechsel. Irgendwann muss er den Kram nochmal loswerden. Ja. Der pumpt da sein großes Geschäft rein und dann wirft er sie ab. Da befinde ich mich quasi im übertragenen Sinne mitten im Shitstorm, ja? Der Hunsrück. Für Peter Wohleben ein mehr als interessantes Mittelgebirge. Auch hier geht er gern seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Wälder erkunden oder ganz einfach im Wald sein. Ich stehe hier an dem Wahrzeichen des Hunsrücks, der Geierlei-Hängebrücke. Und 40 Kilometer entfernt von hier gehe ich gleich mit meinen beiden Gästen für 2 Tage durch den schönen Sohnwald. Die herbstschönen Höhenzüge sind Teil des Naturparks Sohnwald nahe und verfügen über einen Laubbaumanteil von bis zu 70%. Der Sohnwald hat ganz arme Böden. Es ist also wirklich viel Quarzit. Wir wollen jetzt nicht so sehr in die Geologie gehen. Das bedeutet aber, dass hier nicht so viel Landwirtschaft war früher und sich hier viele alte Laubwälder erhalten haben. Und das ist wirklich was besonders Schönes. Das weckt das Interesse des Naturschützers, denn seine Aufmerksamkeit widmet er mittlerweile voll und ganz den großen Lebewesen in ihrer natürlichen Umgebung. In Mitteleuropa sind das nicht Nadel, sondern Laubwälder, die ganz charakteristisch zum Winter ihr Kleid wechseln. Bäume unserer Breiten können im Winter nichts produzieren, weil es einfach zu kalt ist. Und wenn die Blätter unten sind, schlafen die Bäume. Und das ist wirklich ein Winterschlaf. Die sind ja nicht tot. Die atmen weiter, allerdings keinen Sauerstoff aus, sondern Sauerstoff ein und CO2 aus. Also die gesunde Waldluft ist im Winter so ein ganz klein bisschen sauerstoffärmer. Heute erleben die Besucher den Sohnwald wie einen wiederentdeckten Schatz, als die Wälder noch Wälder waren und keine geplanten Landschaftsgärten oder Pflanzungen für die Forstwirtschaft. Ganz im Sinne des Försters Peter Wohleben. In den schönen Sohnwald begleiten mich Micky Beisenherz und Cordula Stratmann. Das sind 2 sehr lustige Menschen. Ich bin mal gespannt, ob wir außer Lachen noch zu anderen Dingen kommen. Da sind ja beide auch sehr wortgewandt. Und ja, die kann ich mir im Wald auf der einen Seite nicht so richtig gut vorstellen. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt viele witzige Situationen, die beiden noch kräftig ausschmücken werden. Der Sohnwald ist dünn besiedelt und im herbstlichen Nebel versunken. Im Morgengrauen ist ein Auto unterwegs, zu Peter Wohleben. Die Insassen? Micky Beisenherz und Cordula Stratmann. Wenn ich hier so die Bilder gerade sehe, mir kommt das so ein bisschen vor wie bei The Walking Dead. Kennst du das? Sowas gucke ich nicht. Nee? Ja, da ist es ja auch so, da ist ganz viel, auch viel Wald und Laub und so und keine Menschen. Also und die, die einem entgegenkommen, die wollen einen direkt umbringen? Verspeisen. Ach so. Aber das ist tatsächlich so, das, da kannst du also sehen, das ist so meine letzte Erfahrung, die ich mit dem Wald gemacht habe. Das stimmt nicht jetzt super. Eine Serie. Ah, und wenn wir heute Nacht hier schlafen, stelle ich mir vor, wie die Zombies jetzt uns umkreisen. Ja, aber wobei, du wohnst doch in der Nähe der Eifel, ne? Also nicht weit? Nein. Nein? Nicht? Nö. Nein, ich bin ab und zu in der Eifel. Aber da sind die Zombies nicht. Zu viele Fichten. Ja, wobei wir müssen gleich mit dem Wohleben über die Fichten sprechen. Die gehören nämlich nicht nach Deutschland. Was? Ja, Fichten. Du klingst ja schon wie Seehofer. Die Fichten gehören nicht nach Deutschland. Geht schon los. Wird schon politisch. Wird schon total politisch. Aber bist du denn, kommst du denn aus Bayern? Kommst du aus, nein. Du bist doch auch in Köln geboren, oder? Nein. Auch nicht? Nein, ich bin gebürtige Düsseldorferin. Oh mein Gott. Ja.
Und du kommst aber aus Bochum. Nein, Castrop-Rauxel. Ich komme aus Castrop-Rauxel. Das Ruhrgebiet ist ja grüner, als man denkt. Wird übers Ruhrgebiet ja gerne dann auch mal verbreitet. Das stimmt aber ja auch. Stimmt aber tatsächlich auch. Aber ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung vom Wald. Ich weiß nur, das ist im Herbst schön bunt. Ja. Und da hat man kein Netz. Das sind so die zwei Sachen, die ich so, nicht so in erster Linie über den. Aber ich finde den schön. Also ich finde den Wald schön. Ich auch. Ja. Der Sohnwald ist ein bis über 600 Meter hoher Gebirgsrücken des Hunsrücks und ist Teil des Naturparks Sohnwald-Nahe. Die Stadt Mainz liegt in etwa 40 Kilometer östlich des Naturparks. Der Ausgangspunkt der Wanderung ist das Denkmal Jäger aus Kurpfalz. Da steht der Mann, Micky, weswegen wir diese ganze Reise machen. Das ist für mich ja so ein bisschen der Steve Jobs des Waldes. Ja, besser kann man es nicht sagen. Hallo, ich bin Peter. Hallo, Cordula. Werden wir hier gleich geopfert? Micky, freut mich, hi. Wie so eine sieht aus wie so eine Opferstätte. Nee. Das hier ist ein Denkmal für den Jäger aus Kurpfalz. Den gab es ernsthaft? Den gab es ernsthaft. Den Jäger aus Kurpfalz. Dem haben die hier ein Dem hat hier, genau, dem die Jägerschaft, hat Kaiser Wilhelm II. Und seiner Jägerschaft hier ein Denkmal gesetzt für den Jäger, der aber 100 Jahre früher gelebt hat. Für den 1000. Abschuss, oder warum haben die gesagt? Was hat den denn so spannend gemacht, den Jäger aus Kurpfalz? Na ja gut, der reitet durch den grünen Wald und schießt das Wild daher gleich, wie es ihm gefällt. Also der Name war Utsch, das klingt jetzt nicht so ganz so romantisch. Aber der schießt das Wild, wie es ihm gefällt, klingt ja erstmal sehr wahllos. Das würde doch sich doch mit deiner Philosophie nicht vertragen, mit oder? Nein, meiner Philosophie nicht. Und deswegen habe ich auch noch nicht so ein Denkmal. Also, ja, da kann ja noch kommen. Aber wir sind hier im Sohnwald. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Sohnwald. Das ist Sohnwald. Sohnwald. Ja, also hier ist viel Laubwald. Es ist sehr, sehr dünn besiedelt. Da schlagen wir uns heute durch und morgen, wenn ihr mitmacht. Und wir brauchen wir reisen in einer halben Stunde ab, ne? Das hatten wir im Bus so besprochen. Ja, dann würde ich sagen, dann mal los. Ich habe hier ein paar Kisten hingestellt. Ja. Da ist Ausrüstung drin. Rucksäcke, Schlafsäcke, Esskram. Okay. Könnt ihr so viel reinpacken, wie ihr A tragen könnt und wie ihr meint, was ihr für euren Komfort braucht. Wer es am Abend im Trekkingcamp gemütlich haben will, der hat es auf der Wanderung leider beschwerlich. Was würden wir denn heute Abend kochen? Tut mir leid, ich habe leider 27 Unverträglichkeiten. Veganer aber der Stufe 7. Ich esse nichts, was einen Schatten wirft oder so. Ne? Wie war das? Nein, mir ist egal. Ich esse alles. Gut, ich auch. Erstmal. Ich auch. Dann in der Reihen kommen wir hier jetzt eh nicht dran. So, gucken wir mal. Ah, deine. Peter Wohleben hat es geahnt. Seine Gäste sind nicht gerade ausgewiesene Outdoor-Experten. Doch eins ist gewiss. Der Spaß bleibt nicht auf der Strecke. Wandern und spazieren gehen waren zwei der schlimmsten Begriffe meiner Kindheit. Und das mussten wir halt immer machen. Dann in den 70ern sind wir da durch den Wald gelaufen. Ich fand es als Kind ganz furchtbar. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe heute Nacht im Bett überlegt, warum fandst du das so furchtbar? Keine Ahnung. Weil es war ja eigentlich schön. Ich würde mir sehr gerne sehr viele Sachen erklären lassen, weil Wald ist ja für mich erstmal nur Kulisse, die rumsteht. So, die aber nichts, für mich nichts tut, außer schön aussehen. Für ihn ist das ja wahrscheinlich hier wie Tokio, wie die, so, was die Kommunikation und die Fülle an Lebewesen angeht. Zwei Tage taucht die Wandergruppe nun in den tiefen Wald ein, inklusive Übernachtung unter freiem Himmel. Das Trekkingcamp liegt auf dem Höhenzug des Sohnwaldsteigs in fast 500 Metern Höhe. Im Spätherbst sicherlich eine beherzte Aufgabe. Ich wollte euch mal was zeigen hier. Ja. Hier so ein kleines harmloses Bäumchen. Ja. Das ist eine Zitterpappel. Oh. Mein Pendant als Baum. Dein Pendant als Baum, der friert auch. Was meint er, wie groß die Wurzeln von dem Ding sind? Oh, Die müssen jetzt die Länge. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so bis hier. Bis da so. Lang ungefähr. Und fein ziehen die sich durch. Ziehen die sich durch, ja. Und das kann man bei dieser Zitterpappel kann man das sehr schön sehen, weil die bildet Wurzelbrut und dann kommen da immer so Schösslinge raus. Wurzelbrut? Ja, das nennt sich Wurzelbrut. Jetzt guckt mal hier in die Wiese rein, wie weit die geht. Seht ihr die ganzen kleinen Bäume da? Die ganzen Bäumchen, das sind alles Zitterpappeln? Ja, guck, von ihr hier, von der Mami? Ja, genau. Und die werden dann ihrerseits wiederum so groß wie der Kollege hier, ja? Das kann einen ganzen Wald geben, alles aus einer Wurzel. Also letztendlich ist es ein Baum. Nicht schlecht.
Da gibt's. Ja, also ich finde, diese Zitterpappel hat einen ausgeprägten Geltungsdrang, möchte ich sagen. Aber guck mal, da stehen doch. Das sind ja alles Zitterpappeln, die da stehen, ne? Ja. Und die teilen sich doch jetzt hier, die Nachkommen. Auch zusammen. Das sind ja auch alles Zitterpappeln. Das ist ein. Das ist aus einem Wurzelwerk. Das ist ein Baum. Ja. Aber du weißt schon, aber es ist schon der da. Es ist jetzt nicht der, weil der ist kleiner und. Nee, das ist eine Eiche. Was? Nein. Das Ding da dran. Da drin, das dran ist eine Birke. Mensch, Mick. Geht schon los. Mensch. Geht schon los, ne? Die Wanderung führt über den Sohnwaldsteig zum Naturschutzgebiet im Eschen, einem Hutewald für die Schweinemast. Der Name Sohnwald geht vermutlich auf diese Bezeichnung zurück, denn die Schweineherde nannte sich früher Sohne. Wo ist Micky jetzt? Ich bin noch da. Micky, du hast doch irgendwie bunte Handschuhe, ne? Die kannst du zwischendurch mal so, damit die Leute wissen, dass du da bist. Also ich, wie gesagt, ich kann nichts, aber genau, Micky, ich habe mich doch wirklich farblich diesem Wald doch nur wirklich perfekt angepasst. Ja. Ja, ich bin ja so eine Art Katalog. Guck mal, hier ist so eine Buche mal umgepurzelt. Ich muss jetzt hier mal durchs Unterholz krachen. Wo will er denn hin? Na da, wir sind doch im Wald. So, was jetzt liegt hier einfach mal, ach so, das ist ein umgekippter Baum. Da ist mal eine Buche umgefallen. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Sieht man hier überall so diese, das sind schon die. Und die wurde hier sauber abgesägt. Die Holzwürmer überall drin. Was, die Holzwürmer? Naja, das sind jetzt keine, das ist, die Brösel ist so quasi Holzwurm, wie die Kinder sagen, Kaka. Ach, das ist Holzwurm, das ist Holzwurmkaka. Das ist ja, dieses Bröselzeug hier. Ach so, ne? Ah. Boah, guck mal hier. Das machen Kinder übrigens auch gerne. Genau. Guck rum, dir das raus, mal an, wie geil. Und das ist jetzt alles Holzwurmkacke? Fäkalien. Ja, klar. So. Schön, ne? Ja. Was meinst du, wie lange der hier liegt? Also der, würde ich sagen, der liegt bestimmt schon 20 Jahre hier. Okay. Das Leben und Sterben gehört ebenso zu einem intakten Wald wie zu unserer sozialen Gesellschaft. Im Baumleben gibt es Kommen und Gehen und Wachphasen und Schlaf. Der Herbst kündigt für den Wald die Zeit an, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Übrigens, wisst ihr, wo ihr überhaupt durchlauft hier? Ja, also Laub. Für mich ist das Laub. Das ist Baumklopapier. Baumklopapier? Baumklopapier, ja. Was? Wie? Was soll das damit bedeuten? Soll ich mir damit den Hintern abwischen? Nein, das ist nicht zum Hintern abwischen für dich, sondern damit haben sich quasi die Bäume schon den Hintern abgewischt. Was? So, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, wie ein Baum auf Klo geht. Bitte? Für mich war das eher wie Baumhaarausfall. Dass der einfach wer Hintern, aufs Klo geht? Der Baum. Na, also, ein Baum ist doch. Lässt unter sich gehen. Der hat doch einen Stoffwechsel, der verbrät Zucker in seinen Zellen, genau wie wir auch. Und irgendwann muss er den Kram nochmal loswerden. Okay. Ja. Aber dann ist ja nicht das Klopapier, sondern die Baumkacke, auf gut Deutsch. Naja, die Blätter sind ja nicht die Baumkacke. Also, da, also das, nicht. Das pumpt der. Baumpipi. Nein, der pumpt da sein großes Geschäft rein und dann wirft er sie ab. Also die Blätter sind schon sowas wie Klopapier, aber er pumpt es halt ins Klopapier rein, was ich persönlich sogar noch eleganter finde als bei uns. Das ist aber wirklich auch eine interessante Methode. Also wenn ich jetzt durch so einen Wald gehe oder fahre und die Blätter rieseln herab, dann befinde ich mich quasi im übertragenen Sinne mitten im Shitstorm. Ja? Genau. Sehr schön. Wow. Sehr schön gesagt, genau. Bei ja, korrekt. Ja. Ja, so, und dann geht der schlafen. Aber das macht man ja auch gerne. Vorher nochmal auf Klo. Ne? Ja. Und dann machen die Bäume das Licht aus sozusagen und sagen, so. Ja. Also sind wir gerade mitten im Geschäft. Ja, wir sind mit. Wir sind gut im Geschäft, kann man sagen. Die Winterruhe ist für alle Lebewesen überlebenswichtig. Ein Erfolgsmodell der Natur und zudem ein wunderschönes Farbspektakel im goldenen Herbst. Jeder Laubbaum, jede Art ist anders. Sie ziehen alle ihre eigene Menge an Chlorophyll, dem grünen Farbstoff der Blätter, in die Zweige zurück und leuchten von daher anders. Von blassgelb bis tiefrot. Habt ihr eigentlich schon mal so richtig die Lungen voll Sauerstoff gezogen hier? Ist ja eine richtig sauerstoffreiche Luft. Oder, wenn ich schon so frage, ist das immer gefährlich. Nee, also die Bäume fangen jetzt an, in den Winterschlaf zu gehen. Ne? Ja. Die schmeißen die Blätter runter. Ja. So, was ist jetzt mit Sauerstoff? Ah, der Sauerstoff im Wald reduziert sich dadurch auch. Ja, aber total. Ja. Also, sie haben sich jetzt voll gefressen über den Sommer wie so ein Bär. Ne? Ja. Der hat ja keine Speckschicht, so ein Baum, sondern Zucker. Ja. Die schlafen, verbrennen Zucker und atmen dabei nur CO2 aus. Okay. Sauerstoff ein, CO2 aus. Also der gesamte Wald. Ist der Wald doch eigentlich ein Klimakiller?
So, würde man sagen. Ne? Ja, sagen wir so. Was fällt dem Baum ein, während wir hier versuchen, Rußpartikelfilter einzubauen? Und so eine Scheiße zu hinterlassen. So, und der Baum, so, das ist das nämlich. Der Baum sollte sich mal überlegen, was er uns für eine Erde hinterlässt. Aber was euch vielleicht auch noch nicht aufgefallen ist, guck mal, die machen das nicht alle gleich. Ja. Also genau. Manche sind auch ganz. Manche sind nämlich ins Nachdenken gekommen. Ja, pass auf, genau. Aber es ist wirklich so, jetzt mal ohne Flachs. Der da, das ist nämlich so ein kleiner Angsthase. Der sagt, wenn jetzt so ein heftiger Frost kommt, also ein Baum, wenn das richtig friert, kann keine Entscheidung mehr treffen, dann geht der automatisch in Schlaf. Der muss vorher aktiv die Blätter abwerfen, weil wenn er das nicht tut, dann bleiben die dran den ganzen Winter und dann kann er bei Schnee zusammenbrechen. Und die merken das ja auch. Es wird kälter, die fühlen das mit ihrer Rinde, mit ihrer Haut. Die sehen auch, dass die Tageslänge kürzer wird. So, jetzt überlegt sich der Ängstliche, Mist, also letztes Jahr im Oktober, da hat es schon mal Schnee gegeben. Ja. Sehr gefährlich. Also lass mal lieber jetzt schon die Blätter runterwerfen. Hat der Baum eine Erinnerung? Ja, klar. Hat er. Wie weit reicht die? Naja, also wenn so ein Baum 500 Jahre wird, 500 Jahre zurück. Okay. Ach, der kann sich ja, wir können uns nicht an alles erinnern. Aber sagen wir mal ein Beispiel. Der trockene Sommer 1739, nein, das war schön. Dieses Jahr, die kleinen Bäume haben das noch nicht erlebt. Das war schön. Die kleinen Bäume, so wie der hier, der hat ja noch nie einen trockenen Sommer erlebt. Ja. So, der merkt sich das jetzt und verbraucht von da an weniger Wasser. Selbst wenn er mehr saufen könnte aus dem Boden, sagt er, nee, lass mal lieber noch ein bisschen was drin. Könnte ja sein, dass der nächste Sommer noch mal trocken wird. Genau. Was die sich alles genau merken, wissen wir nicht. Aber der da zum Beispiel, das ist ein Ängstlicher, der sagt, ich schmeiß mir jetzt runter, komm, Tank ist voll, langt. Ja. Während hier der zum Beispiel sagt, Mensch, komm, goldener Oktober, ne, guck mal, ist doch schönes Wetter, können wir noch ein bisschen weiter produzieren. Es kann aber sein, dass es nächste Woche einen heftigen Frost gibt. Und dann hat er Pech. Hat der Pech gehabt, der hat seine Blätter schön runtergeschmissen und der bleibt den ganzen Winter braun. Aber dann haben die nicht, dann sind die nicht kollektiv geschaltet, sondern sie sind Individuen. Halt, ne, Überraschung. Ja. Bei anderen Arten gibt es auch Individuen. Also eine Gemeinschaft von Individuen, die zusammenleben, sich zusammen wohlfühlen, interagieren, wie wir auch. Ja. Aber komm, gehen wir noch mal ein Stück. Der Weg zum Trekkingcamp führt hinauf zum Sohnwaldsteig über buntes Baumklopapier, durch schlummernde Riesen und ist leider mühsam und beschwerlich, aber unumgänglich. Oh, Leute. Geht's noch? Ich kann die auch ziehen. Ich kann nicht mehr sprechen. Was bei meinen Schuhen natürlich gut gewesen wäre, wäre, wenn sie Profil hätten. Ja. Aber warum sollte der Schuh auch mehr Profil haben als der ihn trägt? Ne? Oh! Boah. Leute, ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Wo? Das muss die letzte Steigung sein. Ich mach das nicht mit. Ohne Scheiß. Sag mal, Engelchen, ich kann viel aushalten, aber Steigung gehört nicht dazu. Ja, also Cordula, der Helikopter kommt. Oh. Das musst da glaub du nicht weiter nicht dran, mitmachen. Mickey. Das glaub musst du nicht dran. Weiter mitmachen. Der Sohnwaldsteig ist erreicht. Dieser Weg führt über den Rücken in südwestlich-nordöstlicher Richtung und etwas bergab zum nächtlichen Quartier. Oh, ist das schön hier. Jetzt geht es bergunter. Finde ich auch scheiße. Sag mal, es ist doch nicht. Wie mit so zwei schlecht gelaunten Teenagern. Alles Kacke. Genau. Alles Kacke. Sag mal, ist es grundsätzlich das Laufen? Ich denke, es ist das Laufen. Es ist die Bewegung als solche. Ja. Der Sohnwald besteht zwar überwiegend aus Laubbäumen, aber immer wieder finden sich einzelne Areale mit Nadel- und Pionierbäumen. Das sieht ja ein bisschen anders aus, der Wald hier. Ja, ne? Was ist denn, genau, da ist doch jetzt mal das, so ein Nadelgewächs. Das ist so ein Nadelgewächs, und zwar eins aus Nordamerika. Guck mal, zeig mal so ein bisschen die Nadeln. Wie kannst du reinbeißen, beiß mal rein. Wie, sag mal, bin ich jetzt derjenige, der überall dranlecken und reinbeißen muss? Ja, okay, ich mach's da auch. So. Also, guck mal, wenn es so zwischen den Fingern zerreibst, kommt es vielleicht ein bisschen besser raus. Oh, lecker. Ja, nach Orangeat, ne? Boah, das ist eine Douglasie. Was ist das denn? Das ist eine Douglasie aus Nordamerika. Aber ein bisschen scharf schon. Die Nadeln. Da wird euch ja schlecht von. Ja, kann ja auch Latschenkiefer saufen. Ja. Ich finde das lecker. Das ist, ja, für den ersten Moment. Aber im Wald gibt es halt auch so Modewellen. Ne? So ähnlich mit deiner schönen Jacke oder deinem schönen Mantel. So gibt es im Wald auch Modewellen, dass Förster vor 30, 40, 50 Jahren gesagt haben, boah, Douglasie. Das muss man jetzt haben. Da kann man Geld mit verdienen, die wächst wie bekloppt. Ne? Und was macht man daraus? Bretter.
Bretter, okay. Dielen, Terrassen. Regale. Ja. Alles Mögliche. Ja. Und gesagt, gut, Douglasie, das ist. Viel in Parfümerien werden in, für die Regale von Parfümerien wird die Douglasie genau. sehr gerne. Geruchlich ja. ginge das theoretisch. Ne? Ja. Mittlerweile sagt man, Douglasie ist doch nicht so eine tolle Idee. Ja. Dann sagt man, dann nehmen wir eben große Küstentanne. Ja. Ich will jetzt natürlich sagen, Mensch, hört doch auf, der Wald ist doch kein Modehaus. Ja. Das ist Natur, nehmt doch das, was da ist. Wenn man gar nichts macht und man hat irgendwie einen Kahlschlag oder eine Freifläche, ja. dann kommt zuerst die Birke. Ja. Hier, die da. Ne? Die Birke kommt, ist ein Laubbaum und da drunter wachsen dann kleine Buchen. Ne? Hier vorne steht zum Beispiel eine, da steht schon wieder eine, da steht eine Eiche. Also die Birke, die hält das nur so 60 Jahre aus, ist ja nichts für einen Baum. Ne? Ja, das ist ja wirklich gar nichts. Deswegen ist ja auch immer so schlank. Ne? Ja. Deswegen ist es schnell wieder weg. Ja. Und dann setze ich die Buche oben drüber und schon haben wir wieder natürlich einen Buchenwald mit ein paar Eichen drin. Also ich finde die Douglasie jetzt außerhalb eines Waldes, sagen wir mal so, finde ich die Douglasie super, weil ich habe jetzt ohne Witz, ich habe ein Parfum. Es wird gleich dunkel. Tatsächlich so ein bisschen so ein Wald. Vicky, Cordula, es wird gleich dunkel. Wir müssen ja, mal. Ja, ja. Wir müssen weiter. Also, weil wenn es richtig dunkel ist, ihr werdet nachher sehen, wie dunkel das ist. Ich finde das nicht mehr. Die Jahreszeit treibt uns vor sich her. Aber wir sind doch so Style-Ikonen. Ist doch klar, dass wir an so einem Modebaum hängen bleiben. Hallo? Ne? Die größten Douglasien-Waldflächen befinden sich in Rheinland-Pfalz mit einem Anteil von etwa 8% der Landeswaldfläche und mit ca. 3% in Baden-Württemberg. Vor über 120 Jahren wurden die ersten Douglasien in deutschen Forsten angepflanzt. Guck mal hier. Was ist das denn jetzt? Was ist das? Das ist ein Bau, das ist ein Fuchsbau. Nein. Ein Kaninchenbau. Leider nur ausreichend. Das ist ein Dachsbau. Das ist ein Dachsbau. Ja. Das ist hier ein Eingang, da ist noch ein Eingang. Ja. Da ist ein Eingang, da ist ein Eingang. Übrigens, da hat, eine Fresse, das ist ja ein hat einer seine Miete nicht bezahlt. Oh, ei. Das ist ein Dachsfell, ne? Also, beziehungsweise der Rest von einem Dachs. Ja, aber das ist der jetzt. Was? Ist wo? Der, da, guck mal hier. Ach, guck mal. Ist der eines natürlichen Todes gestorben? Ja, also ich bin jetzt kein Forensiker, ich kann es jetzt nicht sagen. Aber der Dachsbau selber, guck mal, der geht hier über die ganze bis da hinten rüber. Der kann, ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo mal einen ausgebuddelt, der schon über 1000 Jahre in Betrieb ist, dauerhaft. Also der hier, würde ich mal sagen, der ist locker 100 Jahre schon in Benutzung. Also ist das so eine. Das ist ein, so eine Dauer, also der hat nie Leerstand, ja? Der hat nie Leerstand. Die buddeln sich 5 Meter tief locker, okay. Legen immer mal neue Wohnungen an, dann wohnen da auch Füchse drin. Okay. Also schon wie so eine Kommune. Einvernehmlich, Dachs einvernehmlich. Und Fuchs verträgt ja, also der Dachs, wenn der das nicht wollte, dann wäre der Fuchs draußen. Ach, ist der Dachs stärker als der Fuchs? Ja, also der Dachs ist wie ein Panzer. Was ist der Dachs denn für eine Gattung? Ist das auch so eine Art Hund oder was ist das? Nee, der gehört zu den Marderartigen. Übrigens ganz weit entfernt mit Bären verwandt. Ah, Bären, das ist ja wirklich meine Horrorvision. Du begegnest im Wald einem Bären, weil der Bär kann ja alles. Der ist schneller als du, stärker eh. Und wenn du auf den Baum kletterst, dann sagt der Bär, ja, dann hol ich mir den da halt runter. Also du hast ja gar keine, du hast ja keine Chance. Das Einzige ist, der Bär ist nicht an dir interessiert. Wo ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem deutschen Wald mal einem Bären begegne? Gibt's null. Das überhaupt? Es gibt null. Keinen Bären im Moment. Ja, aber die Wölfe kommen doch auch zurück. Ja, aber der ist auch nicht an dir interessiert. Die Wölfe, sorry, ist leider auch nicht an dir interessiert. Ist denn niemand an mir interessiert? Tja. Das musst du privat lösen. Das musst du für dich privat lösen, Micky. Ein interessanter Typ. Das gibt's doch gar nicht, dass niemand an mir. Ich muss wirklich sagen, du bist ein interessanter Typ. Ja, so, ich meine, also. Ich würde dich jetzt zwar nicht direkt fressen, aber ich würde dich zumindest einladen, neben mir zu schlafen. Ja, dann ist das doch. Ist ja fast wie im Bau, oder? Ja, ist doch fast wie im Bau. Siehst du, ich hätte tot sein können. Der ist wirklich geschwächt. Hast der Micky gesehen? Ist von diesem Gespräch geschwächt. Das hat mich alles so fertig die gemacht. Bären nicht für dich interessieren. Dass die Tiere des Waldes sich einen Scheiß für mich interessieren, das hat mich nachhaltig geschwächt. Die Sonne steht bereits tief, doch das Lager für diese Nacht ist zum Glück ganz in der Nähe. Der Übernachtungsort im Sohnwald ist diesmal ein ausgewiesenes Trekkingcamp. Hier ist jeder willkommen, der Natur nahe erleben will und die Stille schätzt. Oh, guck mal hier. Wie schön. Herrlich, ne? Echt toll. Oh. Das ist wert gewesen, im weitesten Weg. Wirklich schön. Die Waldgäste freuen sich schon auf ihr Wohn- und Schlafzimmer für eine Nacht. Es macht sich aber, trotz der herbstlichen goldenen Sonne, ein eisiger Wind bemerkbar. Nur 2 Grad Temperatur versprechen leider eine kühle Bettruhe. Also jetzt, du als Fachmann, der Wind kommt ja jetzt von da. Ne? Also der Wind kommt so rüber geblasen, da ist das Feuer. Wir wollen ja nicht im Funkenflug liegen. Nein, richtig. Das wollen wir nicht. Also legen wir uns hier hin. Hier ist gut? Ja, also ich finde hier gut. Ganz wichtig, zuallererst geht es ans Betten machen.
Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann gar nicht hier schlafen, ich krieg meine Isomatte nicht raus. Nein, das geht. Ich hab den Stolz, dass ich das schaffe. Obwohl, ich lasse mir gerne helfen. Da drin sind jetzt schon 2 Liter Luft und 3 Liter Speichel. Ja, das ist ein Wasserbett, ist auch egal. Die Camps im Hunsrück sind alle mit Feuerstelle und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Die Übernachtung kostet wenige Euro und ist einfach im Internet buchbar. Ziehe ich eigentlich jetzt gleich mit meinen Zwiebelfingerduft die Tiere an oder stoße ich sie eher ab? Also ich glaube, du ziehst sie eher an, vor allem die mit der Steckdose. Wen? Die mit der Steckdose. Das Wildschwein ist doch recht kräftig, ne? Ja, im Geschmack. Wie verhalte ich mich da? Jetzt nur mal gesetzt den Fall. Das Wildschwein ist neben mir. Wie verhalte ich mich bitte? Mach's auf mich aufmerksam. Nicht ansprechen. Doch, klar. Ansprechen. Das kannst du Wildschwein ansprechen. Guten Tag. Eher so ein Du oder eher so ein Sie? Wie ist das Wildschwein so drauf? Jetzt mal im Ernst. Ja? Die Wildschweine sind absolut harmlos. Und von dir wollen die nichts. Die wollen im Boden, die suchen Regenwürmer, die suchen Pilze, die suchen Mäuse, alles Mögliche. Aber wenn die merken, oh Mensch. Stellen die denn fest, dass ich das alles nicht bin, was sie suchen? Aber die riechen das. Ah, die gehen gar nicht näher. Nein. An, obwohl ich Zwiebelfinger habe. Ja, natürlich nicht. Na gut. Okay. Also ein Wald ist der friedlichste Ort, den es gibt. Die Tiere sind also keine Gefahr. Nur die Kälte nimmt mehr und mehr Einzug ins Camp. Schön kalt, ne? Oder? Mit dem Wind? Ja, aber hier geht's gerade. Also nicht schön kalt, sondern im Sinne von ordentlich kalt. Doof kalt. Aber war ganz anders. Du hast vorhin mal das Thema Hambacher Forst gebracht. Ja, ich wollte gerne von dir wissen, ob du da Gespräche geführt hast und gesagt hast, Leute, wir müssen mit diesem Wahnsinn aufhören. Ja. Also ich finde halt, es ist halt verlogen zu sagen, wir möchten was fürs Klima tun. Und auf der anderen Seite sag mal, komm hier so 15, 20 Jahre, baggern wir noch den dreckigsten Rohstoff, den es in Bezug aufs Klima gibt, ab in Deutschland und roden dafür eben Wald, von dem wir noch ungefähr 3 Promille haben. Ja, mit dem Argument auch von Arbeitsplätzen, weil man sich nie um Alternativen gekümmert hat, ne? Ja, und da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, Mensch, guck mal, das ist so ein popeliger Wald, 2 Quadratkilometer, lohnt sich das überhaupt dafür, so einen Aufstand zu machen? Ja. Und sagen, ja, also aus mehreren Gründen. Ne? A, haben wir davon nicht mehr so viel und B, ist es halt ein Symbol. Ja. Aber das, was mich daran so zusätzlich entsetzt, ist, dass es ja nicht einfach nur 5 kluge Warner gibt und die anderen haben es noch nicht gerafft, sondern alle wissen, worum es geht. Ja. Und die Entscheider rennen mit fester Brust in die falsche Richtung. Ich kapiere das nicht, den Vorgang verstehe ich nicht. Wie schlafen die denn nachts? Ja, und da muss man mal ehrlich sagen, also wir atmen nach einem Jahr so circa 150 Moleküle von dem wieder ein, was wir vor einem Jahr ausgeatmet haben. Das ist mittlerweile um die Welt gesegelt. Und dein Atemzug, den du jetzt rausgibst, vermischt dich über den Ozean, bla bla bla, und kommt nach einem Jahr zurück und du atmest davon wieder Moleküle ein. Also das heißt, die Luft ist ständig im Austausch und du atmest sie dein ganzes Leben lang dieselbe Luft ein und aus. Und in diese Luft entlassen die Abgase in solchen gigantischen Mengen und die wird halt dadurch zerstört. Und sagen wir mal, das war jetzt alles zurückgerichtet, nach vorne gerichtet, muss man sagen, so, jetzt Freunde, ran, seht das doch mal wieder positiv. Die Energiewende ist eine Chance, ist doch keine Last. Ne? Ist eine Chance, das zu wandeln. Vor allen Dingen ist sie zwingend. Das ist ja noch nicht mal mehr nur eine Chance. Also das ist eine, die wir ergreifen müssen, weil sie zwingend ist. Weil wir auch gar keine Alternative mehr haben. Also die Zeit läuft ja ab. Ja. Die Uhr tickt ja laut. Ja, also ich habe da, muss ich wirklich mittlerweile sagen, ein ganz gutes Gefühl, dass das zumindest in Deutschland schon so ein Wendepunkt ist. Der Hambacher Forst wird zunächst nicht gerodet. So entschied das Oberverwaltungsgericht Münster. Sehr lecker. Also super würzig, oder? Ich bin begeistert, mit wie wenig Zutaten man das hinkriegt. Mhm. Ne? Ist ja wirklich nichts. Ja.
ihr so lieb seid heute Nacht. Ja. Ne, wenn du auf Toilette musst oder beim Aufstehen oder beim was auch immer. Ja. Ihr euch selber filmt. Trotz eisiger Kälte. Die Stimmung ist gut. Damit das so bleibt, hat Peter Wohleben eine Idee. Wie wär's mit einer kleinen Nachtwanderung? Auf gar keinen Fall. Du hast ja richtig. Ja, dann machen wir das, ne? Du hast ja richtige Begeisterung ausgelöst. Ja, ich merke das schon. Also spontan. Ich kann dich ja jetzt interpretieren. Also auf gar keinen Fall ist okay. Ja. Solange ich keine geklebt kriege, kann man es machen. So. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Guck mal, wo hast du es mal so dunkel? Ja. Wirklich, ja, wirklich. Ja, nachts zu Hause aber doch nicht, oder? Brandenburg. Geh doch mal vor die Tür zu Hause nachts. Ja, ja, wirklich. Wo sind da dunkel? Ja. Neben der bekannten Luftverschmutzung gibt es auch die weniger bekannte Lichtverschmutzung. Sie ist ebenso ein nicht zu unterschätzendes Problem. So, guck mal, Lager ist weit weg. Ja. Werden wir je zurückfinden? Ich denke nicht. Will ein bisschen Spannung aufbauen. Ja, ich merke das schon. Aber guck mal, jetzt ganz im Ernst, wo gibt es das noch? Gegenden in Deutschland, wo es richtig dunkel ist, also wirklich stockdunkel. Ja. Ich meine, das ist nicht nur für uns ein Verlust, das ist halt für viele Tiere auch ein Problem. Zum Beispiel Motten, ne? Die fliegen durch die Nacht und eigentlich gibt es ja nur als Lichtquelle den Mond. So, jetzt fliegen die am Mond vorbei, sozusagen, die sagen, wenn ich geradeaus fliegen will, muss der Mond immer links sein. Ja. Dann fliege ich geradeaus. So, jetzt fliegen die vorbei am Mond und dann ist der Mond auf einmal hinter denen. Da sagen die, oh Mist, ich bin nach rechts abgebogen, ich muss weiter nach links, damit der Mond immer schön links bleibt. Deswegen. Ne, da fliegt die wieder ein Stück vorbei, sagt sie, Mist, jetzt ist der Mond schon wieder hinter mir. Ich muss korrigieren. Deshalb fliegen die Motten wie Dulle da immer drum. Deswegen fliegen die und bleiben nachher da kleben, weil die denken, das ist der Mond und das ist ihre Orientierung. Ja. Also im Umkreis von Lampen verändert sich das ganze Ökosystem. Ja, wir drücken einfach mal auf den Knopf und schalten einfach mal die Lampe aus. Und dann siehst du mal, wie schön eine dunkle Nacht ist, wo man wirklich nichts sieht. Also lange draufdrücken. Ja. Upp. Jetzt ist es sehr dunkel. Ja, aber nicht ganz. Aber guck mal, was ist denn da oben los? Ja, jetzt guck mal, ich siehst du auf einmal, aha, wenn es bewölkt ist, ist es eben nicht ganz stockdunkel. Ja, das stimmt. Oder hat der Wald nochmal einen anderen Charakter, ne? Ja, er wird dann etwas respekteinflößender nochmal, ne? Und so war das eben Jahrhunderttausende lang für die Menschheit. Und dann sahst du nur da hinten ein einsames Feuer. Ja. Das, da muss ich hin. Ja, da müssen wir hin. Für die drei geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. Und jetzt nichts wie ab in die warmen Schlafsäcke. Der Morgen bringt keine gute Kunde mit sich. Nicht nur die Temperaturen sind mittlerweile tief gesunken, sondern auch die Ausläufer des Sturmtiefs Sieglinde sind unerwartet eingetroffen. Sturm und Regen sind nicht gerade Freunde der Wandersleut. Und jetzt kriegt der Beisenherz erstmal einen richtig kräftigen Kaffee an. Guck mal. Ja, komm. Danke. So. Stimmt richtig gut, also auf dem Kopf. Noch schützt das dichte Blätterdach vor dem Regen. Es regnet, Leute. Ja. Kann ich bestätigen. Ab jetzt gehe ich in den Wald, wenn es regnet. Okay. Das macht ja hier gar nichts. Oder? Warme Mahlzeiten und gutes Essen sind für die Wanderer extrem wichtig. Das hält nicht nur den Körper auf Betriebstemperatur, sondern sorgt auch für gute Laune. Miki, aber du hast richtig geschlafen? Ja. Nur so getan? Nee, ich habe richtig geschlafen. Okay. Wieso, ihr nicht? Also gefühlt wenig. Also ich bin schon immer wieder zwischenzeitlich wach geworden und habe mal kurz da rausgeguckt. Aber ich habe auch schon ganz schön viel geschlafen. Zum Glück.
Jedes Umdrehen vom Peter habe ich mitgekriegt, weil der dann ich habe so mich die ganze Nacht nicht gestöhnt umgedreht. Hat. Doch. Doch habe ich. Stimmt. Du hast dich umgedreht und dann hast du genau, ich sag's wie es ist. Ich merk schon, das mit dem Wald, das ist nichts für euch. Euch nehme ich nicht mehr mit. Tut mir leid. Das macht so einen Spaß. Boah. So ein bisschen wie der Trockeneisnebel bei so einer Schlagerveranstaltung. Ne? Man müsste jetzt theoretisch direkt atemlos singen. Lass uns gehen. Die heutige Wanderung geht den Sohnwaldsteig entlang und endet im Eschen, einem Naturschutzgebiet. Cordula, du hast erzählt, dass du als Kind Waldspaziergänge überhaupt nicht. Ja, nicht leider. Hast, ne? Ich kann nur sagen, ich fand das auch, ich mochte die Spaziergänge nie. Okay. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe, Kinderbücher zu schreiben. Weil ich glaube, wenn die dann mal 20 Jahre weiter sind, ja, dann die entscheiden dann auch anders später. Und wenn man den Kindern dann aber mal erzählt, dass Bäume auch Eltern haben, ne? Dass Bäume auch Familien haben, dass sie miteinander sprechen können und diese ganzen Sachen, das glauben die am Anfang gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Frage, ob die das überhaupt abnehmen. Und das glauben auch viele Förster nicht, davon abgesehen. Aber das finden Kinder doch total geil, dass Bäume eine Familie haben, da stehen die doch stramm bei dem, also Kopf bei dem Thema. Ja. Ne? Und dass auch das, dafür kriegen Kinder ganz leicht ein Gespür. Dass sie einfach sehen, aha, das ist hier natürlich. Oder, Mensch, haben die Bäume ja gar keine Eltern. Das sehen die, ja? Das lernen die. Ne? Ja. Also, zum Beispiel hier ist ein Wald, da gibt es alte Bäume, junge Bäume zusammen. Das sind sind's Baumfamilien. Und da kommen die in den nächsten Wald und dann stehen eben entweder nur alte oder nur junge. Und dann sagen die, hier gibt es ja gar keine Familien. Okay. Mhm. Ne? Also die können das nachher fast intuitiv sagen. Ah, hier fühlen die Bäume sich wohl. So, und das ist was, sowas mag ich. Und dann spielen die natürlich auch, wir spielen mit denen ganz viel. Ne? Man auf Feuerchen und dann wühlen die da im Laub noch irgendwelchen Sachen. Da haben viele Leute gar keine Geduld. Die wollen dann weitergehen. Ne? Wir müssen jetzt Strecke machen zum nächsten Wirtshaus. Da bin ich Gott sei Dank viel zu faul für. Okay. Ich habe scheinbar mit meinem Sohn die richtigen Spaziergänge gemacht, weil ich für lange Strecke zu faul bin. Ja. Ich fand das total geil, wenn der sich wieder lange irgendwo aufhalten wollte. Und ich bin die beste Mama für, komm, wir sammeln was. Ja, aber du hast alles richtig gemacht. Genau so. Ja. Ne? Und das, man sagen wir so. Boah, das sage ich dem aber auch noch mal. Deine Mutti hat alles richtig gemacht. Wenn du kein Verhältnis zum Wald hast, ich weiß es nicht. Ich war es nicht. Peter Wohlleben ist sehr daran gelegen, ein neues Bewusstsein für das Ökosystem Wald zu entwickeln und wie es funktioniert. Dabei stößt er aber auch auf Widerstände und muss sich auch den kritischen Stimmen aus der Forstgemeinde stellen. Nicht jeder teilt seine Ansichten und Ideen über den Wald. Nicht gut. Na, hier sieht man das mal ganz schön. Wir sind jetzt hier in jungen Bäumen. Ah ja. Und das werden dann aber auch mal so dicke Ottos wie die, die wir schon links und rechts hinter uns gelassen haben. Aber die stehen ja extrem eng. Genau. Das ist also, hier ist das im Prinzip ein Buchenkindergarten. So, von Natur aus. Aus 2 Millionen Bucheckern kann in 400 Jahren nur ein Baum werden. Warum das denn? Naja, also stell dir mal vor, hier stehen jetzt 2 Millionen Bäume auf. Ja gut, das wäre ein bisschen viel, aber so. Ja. Dann ist es so, wenn man schön gerade wächst, das ist das nämlich, was dabei rauskommt. Weil ein gerader Stamm, der kann sich später bei einem Sturm schön ausbalancieren. So, es ist wie in jedem Kindergarten oder so, in jeder Klasse gibt es natürlich auch einen Klassenkasper, so wie der hier. Ne? Du sagst mal, ich wachse ja nicht nach oben, mach ich doch nicht. Ja. Geht so hin und her, so was passiert, die anderen wachsen langsam drüber, knipsen dem Licht aus. Ach so. Und dann stirbt der hier, der ist tot. Ne? Der ist abgestorben. Also das ist ja jetzt nicht gerade die Förderung des Individualismus und der guten Laune. Nee, auf dem Weg zum alten Baum verlieren halt viele. Ja. Wenn man jetzt mal einen ganz traurigen Vergleich nehmen möchte, da geht man einfach in Deutschland mal 100 oder 200 Jahre zurück, wo die Leute 10, 15 Kinder hatten und es haben auch nur 2 überlebt. Ah, okay. Das heißt ja nicht, dass sie sich gegenseitig abgemurkst haben, die Kinder. Das haben halt nicht alle überlebt. Bleiben auf der Strecke. Ja, und bei Bäumen ist es halt nicht 1 zu 5, sagen wir, wie das bei uns früher war, sondern 1 zu 2 Millionen. Okay. Ja. Die Forstwirtschaft setzt in der Regel auf Bäume, die schnell wachsen, um mehr Holz zu erwirtschaften. Dafür wird ihnen mehr Licht zugeführt. In der Fachsprache nennt man das Lichtmast. Peter Wohlleben wählt für seinen Wald einen anderen Weg. Sein Lösungsansatz? 10 bis 15%, vor allem der Laubwälder,
in Schutzgebiete zu überführen und den Holzkonsum insgesamt zu drosseln. So, aber hier steht ja jetzt Naturschutzgebiet. Also bedeutet das, hier geht jetzt keiner ran, um das zu roden, oder? Das ist eigentlich typisch deutsch. Also wo ein Naturschutzgebiet steht, ist alles drin, aber keine Natur. Ach so, für mich sieht das aber wie Natur aus. Ja, das freut mich auch für dich. Das sieht so urig aus. Das ist eine alte Kulturlandschaft, das ist eine Weidelandschaft. Das sind Gräser, Kräuter, seltene Schmetterlinge, seltene Blumen. Das ist doch toll. Ja, aber das klingt doch nach einer guten Landschaft. Ja, das ist auch schön, aber es ist keine Natur. Aber wieso ist das keine Natur? Weil es angelegt ist. Ja. Also das ist deine Definition, dass es nicht angelegt sein darf. Also Natur ist ja das Gegenteil von Kultur. Ne? Und wenn hier zum Beispiel die kleinen Birken zurückkommen, und wenn man die Graslandschaft erhalten will, muss man die immer wieder abhacken. Also streng genommen ist das hier wie so eine Art Zoo. Ja. Oder Freilichtmuseum. Okay. Ne? Aber noch gut, weil es werden ja jetzt andere Tierarten werden erhalten, die auch selten sind. Ja, das ist, da bin ich immer so hin und her gerissen. Ne? Wenn die selten sind, das ist natürlich ein Punkt. Auf der anderen Seite, hier sind auch Giraffen und Löwen selten. Ja. Und du könntest sie auch hier laufen lassen und würdest sagen, Mensch, guck mal, wir stellen jetzt unter Schutz, sie sind selten und sie brauchen eine Savanne. Ja. Ne? Und die eigentlich hier heimischen Arten, die können damit nichts anfangen. Wo gehen die dann hin? Die sterben aus. Ach so. Also von daher, das ist im Naturschutz ein heiß umkämpftes Thema, dass man hier solche Offenlandarten fördert auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja eigentlich Naturschutz betreiben will. Ich selber würde es ganz einfach lösen, den Konflikt, und sagen, nennt das Ganze doch Freilichtmuseum. Aber Freilichtmuseum klingt natürlich nicht so sexy für die Leute, die sagen, ich gehe am Wochenende in den Wald, ich bin so ein richtig Kernigen. Ja genau, ich gehe ins Freilichtmuseum. Nein, man kann es ja Kulturlandschaft nennen, statt Naturschutz. Finde ich auch. So, ich halte mal hier hinten fest, vielleicht schmierst du mir da nicht ab. Boah, du bist so ein guter Mensch, Micky. Im Jahr 1984 wurde im Eschen unter Naturschutz gestellt. Schutzzweck ist die Erhaltung der Kulturlandschaft mit ihren Huteeichen und der Feuchtgebiete als Lebensraum seltener Pflanzen. Für Peter Wohlleben müsste sich hierfür lediglich der Name ändern. Seiner Ansicht nach wäre die Bezeichnung Freilichtmuseum viel passender. Wunderschön ist es im Eschen, aber trotzdem. Ah. Unser Endpunkt. Ach. Guck mal, das ist eine Huteeiche. Eine Huteeiche? Würdet ihr denken, so sieht ein Urwaldbaum aus? Nein. Nein. Überrascht mich. Ja. Nein, aber sowas hat Caspar David Friedrich gemalt. Das wie die Leute sich jetzt seit 200 Jahren eine knorrige Urwaldeiche vorstellen. In Wirklichkeit ist es eine Huteeiche. Ja. Das heißt, es ist ja hier so eine Parklandschaft. Hier hat man früher Vieh geweidet. Im Herbst noch die Schweine hingetrieben, damit die Eicheln fressen, nochmal ordentlich Speck bilden und dann halt geschlachtet werden. Ach so, okay. Huteeiche. Weil hier eben gehütet worden ist und diese Bäume bewusst stehen. Warum hat man jetzt auf die zwei Ü-Punkte verzichtet? Ja, weil eine Landschaft, in der gehütet wird, Hutung heißt. Ah! Tja! Weiß Bescheid. Ja. Zwei Tage im Wald sind zu Ende. Und das bei herbstlich stürmischem Wetter. Das schweißt zusammen. Es war wahnsinnig interessant, weil das ja beides sehr offene, sehr herzliche, sehr tiefe Charaktere sind. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mich mit beiden zu unterhalten. Also unglaublich, also sind beides Menschen, bei denen ich, wenn ich jetzt da in meiner Freizeit am Haus vorbeifahren würde, würde ich nur sagen, da kann man ruhig mal klingeln und mal fragen, ob es einen Kaffee gibt. So, zumal ich ja auch weiß, dass beide Kaffee kochen können, jetzt. Mir wird in Erinnerung bleiben, dass die beiden wirklich bei arschkaltem Wind, also es war abends, ich glaube, das Thermometer ist auf 2 Grad gefallen, super windig, hat uns durch die Klamotten geblasen. Vorne von das Feuer heiß, hinten war es wirklich sehr, sehr kalt. Und dann haben die beiden aber nicht abgebrochen, sondern sind trotzdem in die Schlafsäcke gekrochen und morgens mit guter Laune wieder aufgestanden. Also das hat mich echt beeindruckt. Ich freue mich so, dass ich das gemacht habe. Also ich habe mir so ein Geschenk gemacht. Ich habe das nicht aus Vernunftgründen, weil es zu kalt wird, abgebrochen und gesagt, nein, ich möchte lieber ins Hotel. Sondern ich habe mir so einen Klaps gegeben und gesagt, jetzt halt einfach mal durch, wenn du nachts um 2 klapperst, dann guckst du dann, was du machst. Und das war richtig. So, dann lassen wir die Eiche noch 200 Jahre stehen, würde ich sagen, und suchen sich so mal eine anständige Dusche. Die Eiche hat ja keinen Zeitdruck.
Nee, nee, also ich eigentlich auch nicht. Ja, ne? Ich aber auch nicht. Ich auch nicht. Nein. Die nächsten 200 Jahre kann ich auch hier stehen bleiben. Keine Termine. Aber du wolltest unter die Dusche, ne? Ja. Nicht, ich warte auf den nächsten Regen. Ich bin ja jetzt ganz naturmäßig drauf. Ach so, das hat sich das so eingebrannt in dein... Cool. Ich, ja, ich brauche dafür keine Dusche mehr. Und ein Badezimmer. Das ist ja langweilig.